Wofür brauchen denn Biotechnologieforscher das CBP? Wir brauchen das CBP, um die Grundlagen, die wir im Labor bis Technikumsmaßstab entwickelt haben, in die industrielle Produktion umzusetzen. Das müssen wir industrienah machen, um die Industrie mit einzubinden, in der industriellen Umgebung das zu tun, damit wir das auch langfristig richtig an die Produktion heranführen können. Und was ist dort genau geplant? Wir planen dort ein sogenanntes chemisch-biologisches Prozesszentrum. Das heißt, wir arbeiten an der Schnittstelle zwischen Chemie und Biotechnologie. Das muss Hand in Hand gehen, um das Optimale aus nachwachsenden Rohstoffen herauszuholen. Was haben die Forscher denn bisher gemacht, als es das CBP noch nicht gab? Das CBP hat gefehlt, deswegen, weil wir haben viele Projekte gemacht. Dann, wo es interessant war, haben wir im Prinzip die Projekte beendet, weil wir im Prinzip dieses industrielle Umfeld mit diesen Demonstrationsanlagen nicht hatten. Und das ist das, was jetzt neu ist an dem CBP. Und wir können das in einer Industrieumgebung machen, die Firmen können das ausprobieren und wir können somit sukzessive den Anteil nachwachsender Rohstoffe in einer industriellen Produktionsumgebung erhöhen.